Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront 2. Ich nehme das Ganze jetzt schon zum dritten Mal auf und schon langsam geht mir dieses Spiel, bevor es richtig angefangen hat, schon auf die Nerven. Aber egal. Wie ihr seht, das Ganze ohne Musik. Weil Rechte und so. Musikrechte. Und auf Englisch wegen Steam. Und wir spielen die Hoheit der Republik, glaube ich. Oder der Aufstieg der Konföderation. Nö, die Hoheit der Republik. All fleets awaiting orders, sir. Gut. Wir werden uns mit dieser Flore in der nächsten Runde nach Megiddo wahrscheinlich erstmal bewegen. Aber meine allererste oder? Wäre das vielleicht sogar eine Idee? Kamino. Ich baue eine Flotte auf Kamino. Und ziehe nach Tatooine. Bevor ich das mache, es gibt hier Boni, die das Kampfverfahren ändern können. Man kann Einheiten rekrutieren bzw. kaufen oder erforschen, damit man halt mehr Truppen auswählen kann auf dem Schlachtfeld. Momentan haben wir nur den Loot-Shop und den Club-Piloten. Dann gibt es noch die Schwerte-Truppe, den Klon-Scharfschützen, den Klon-Techniker, den Klon-Commander, die Jet-Truppe und den Klon-Marine-Soldaten. Und naja, ich werde einen kleinen Cut machen müssen wegen den Ladebildschirm, sonst cut mir das Spiel ab. Gut, wir sehen uns dann nach dem Ladebildschirm. So. Ich bin jetzt vielleicht auch etwas geleise, weil ich einfach gerade genervt bin von dem, dass ich das jetzt schon irgendwie zum vierten Mal oder zum dritten Mal oder so aufnehme. Und da hat mich auch gleich eine Rakete erwischt. Ah, wisst ihr was? Egal. Ja, Sigi. Jetzt haben wir auch morgen Praktikum. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich hätte irgendwie mehr Lust auf Schule gerade. Aber ich denke mal, ich habe mir was Gutes ausgesucht. Das ist, wird recht angenehm werden, hoffe ich. Kommt halt auf das Arbeitsklima an. Ich meine, gut, es kann jetzt gut werden. Ne? Und die Leute sind auch recht, ja, schlau, wollte ich jetzt schon sagen. Höflich und nett. Es kann auch aber ganz anders kommen und die Leute sind einfach nur doof, ne? Das denke ich wird aber wohl kaum so sein. Wieso wäre ich hier? Ich wäre jetzt fast in die Rakete reingerannt und das war ich mir sogar bewusst. Geil. So und das sind wir auch schon wieder und aus irgendeinem Grund habe ich Ton. Das ist nicht gut. Eigentlich dürfte ich keine Musik haben. Ich hoffe mal, das ist jetzt nichts Copyright oder so. Ich lasse das jetzt mal so klein
Also so leise. Wenn da jetzt dann irgendwie keine Ahnung, irgendwas Böses ist wegen deinem Musikrechten oder so, dann muss ich das irgendwie nochmal anders machen. Dann darf ich das nochmal aufnehmen. Woohoo. Jetzt müsste erstmal mit so einem kleinen Sound-Dingen klarkommen. Denn ich will das nicht noch einmal aufnehmen müssen, ey, weil dann lasse ich das Projekt einfach fallen, Alter, ohne Witz. Weil irgendwie ist das nicht ganz so geil. Wartet mal, nee, das muss gehen, Alter. Ich hatte doch nie Musik, Alter. Das stimmt irgendwas nicht. Warte mal, hä? Ich komme da jetzt wirklich nicht klar damit. Cheat. Jetzt müsste es wieder gehen. Ich hoffe mal, da gibt es jetzt keine Probleme oder so. Wenn nicht, dann nehme ich die Schlacht von Tatooine einfach nochmal auf. Das ist ja dann kein Problem. Wenn ich denn nur diese eine Schlacht aufnehmen muss. Die Strömung ist gerade wieder voll groß. Das läuft ganz gut. Läuft ja gerade sogar fast übergut. Das läuft gerade echt sogar übergut. Mann. Ja, wundert euch nicht, warum das jetzt gerade nicht so ganz läuft. Ich meine, gut. Ich habe mir das Spiel jetzt vor kurzem erst wieder gekauft. Ich meine, gut, ich habe an die drei Kampagnen jetzt schon am Laufen wieder gehabt, seitdem ich jetzt dieses aufnehmen konnte. Aber bitte verzeiht mir, wenn ich das jetzt mache. Ja, weil es geht einfach nicht besser.
wenn man ein Spiel schon manchmal gespielt hat und das jetzt erst zum ersten Mal wieder seit sehr langer Zeit spielt, dann kann das doch mal sein, dass man wieder mal öfter stirbt oder sonst irgendwas anderes, oder? Finde ich jetzt zumindest ziemlich legitim. Ach, gewonnen. Ja, dann sehen wir uns nach dem Ladebildschirm wieder, ne? Gut, dann, ihr seht ja, 4 Spielstände. Safe. Yes. Dann haben wir eine kleine Finanzenübersicht. Ganz toll irgendwie. Dann gucken wir mal, was unser Gegner machen wird. Vermutlich Raumkampf, ja. Next. Ja, gut, dann sehen wir uns nach dem Ladebildschirm wieder. Das sage ich jetzt hier so zweimal und dann müsstet ihr euch das ja merken können, ne? So, da sind wir wieder im Ladebildschirm. Oh, meine Hände sind kalt. Ich kann Distanzen eigentlich ziemlich gut einschätzen hier beim Fernkampf. Ich denke mal, das ist auch nicht sonderlich schwer, die Distanzen hier einzuschätzen. Aber naja, wenn man es gut kann, denke ich mal, ist das nettes. Gut. Ist das eine nette Fertigkeit, die man gebrauchen kann, eigentlich ganz gut, ja. Gut, das Schiff ist tot. Dann kümmern wir uns gleich ums nächste, weil die Fregatten habe ich ganz gerne mal als erstes weg. Müsste jetzt auch tot sein. Nein, nicht ganz. Es hält noch ein bisschen an. Aus. Oh. Naja, da hatte ich mal wieder Glück hier. Ja, die Weltraumschlachten, da müsst ihr mir sagen, wenn ihr die raushaben wollt, wenn ich die aus dem Let's Play rausnehmen soll. Weil ich. Ja, weil das eigentlich immer dasselbe ist. Man zerstört auf die Garten oder hat überhaupt die kritischen Systeme. Und das war's. Oder man macht es sich mal ein bisschen schwerer und versucht, Raumjäger so lange so kaputt zu schießen, bis man hat, da hast du nicht. Aua! Akklamator Kriegsschiff. Ich weiche gerne aus, wie ihr seht. Kann auch recht gut fliegen. Will ich jetzt mal behaupten. Ah, das war jetzt scheiße, aber haben wir nicht. Wir haben ja keinen großen Schaden davon getragen. Destroyed.
Ich denke mal, ich bin ziemlich... ich bin okay als Pilot. Ziemlich gut will ich mich jetzt mal nicht nennen, weil... Naja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe Online-Raumschlachten nie gespielt, ehrlich gesagt. Deshalb weiß ich nicht wirklich, wie gut andere in der Raumschlacht sind. Und ich will den Mund nicht zu voll nehmen, ne? Da haben wir mal einiges eingesteckt hier, hab ich gehört. Aua, 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 nein, 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 nein. Da sind wir mal links drüber geflogen. Attention, Victor Echo 1-2, come in, repeat, Victor Echo 1-2. Sektor Echo 1-9. So viel ich das noch in Erinnerung habe. Ich habe das ja auch auf Deutsch gespielt und sehr lange Zeit sogar. Aber das hätte ich auch so übersetzen können. Ich bin jetzt ziemlich gut in Englisch. Schlachten sind generell immer langweilig. Ich denke, ich, also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die vielleicht weghaben wollt, weil das ist ziemlich langweilig. Von meiner Perspektive aus jetzt finde ich das ziemlich langweilig. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber eh nur noch einen Punkt, dann haben wir es. Na gut. Dann haben wir das auch geschafft, ne? Victory! Gut. Ich werde nicht neu laden. Gut, damit jetzt Geonos ist angegriffen. Dazu kaufen wir uns Dinge. Und greifen wir los. So, mir ist das Spiel abgekackt, allerdings haben wir ja nicht viel verpasst. Ich habe hier gespeichert. So, wir greifen Geonosis an. Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe zwar gesagt, ich werde nicht neu laden und ich werde auch nicht neu laden, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ihr wisst ja, ich habe Garnison gekauft. Ich hab's nicht gekauft, nein. Und es war sowieso strategisch ungut, Geonosis anzugreifen, nur mit Sturmsoldaten, also mit Klontruppen. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Erstens wegen den Bugs. Das sind die Geonosianer. Zweitens, die haben Feuerregenpanzer und Spinnenkampfdruiden. Wir können dagegen eigentlich überhaupt nichts ausrichten. Mit Noob-Tops. Deswegen werde ich mich da auch gar nicht sehr groß... Also ich werde mich anstrengen, ja, aber ich werde mich nicht ärgern, wenn ich sterbe, weil die Schlacht ist vermutlich verloren. Da muss schon ein Wunder passieren, dass wir das gewinnen. Aber das sieht er, ne? Geht schon ein bisschen Action ab. Natürlich würde mehr Action abgehen, wenn ich mehr Truppen hätte. Also halt mehr verschiedene Truppen. Aber hier geht teilweise mehr Action ab als in den meisten neueren Spielen. Ja, ich meine, das Spiel ist jetzt 9 Jahre alt und es bockt einfach immer noch so sehr.
seht ihr, da geht die Action ab hier. Zwar jetzt nicht so viel, wie gesagt, wie wenn ich viel mehr Truppen hätte. Ich kann auch mehr Truppen einstellen, nur das ist, glaube ich, dann nicht mit dem Galaxis-Modus kompatibel. Die anscheinend, normalerweise sind hier 16 Truppen pro Schlachtfeld, aber man kann es auch auf 32 hochschalten, also quasi auf doppelt so viel. Da geht dann noch viel länger die Post ab hier. Und man kann auch die Verstärkungen statt 150 auf 500 schalten und so. Das ist ganz gut, würde ich mal behaupten. Boah, und wenn er gerade nicht so in Zickzack gehen würde, dann hätte ich ihn auch getroffen. Ja, ich habe ihn getötet. Naja, aber das wird jetzt dann auch schon die erste Part sein. Das ist eh lange, weil ich wollte das nicht wieder in 2-3 Parts machen. Weil die 2-3 Parts dann wieder aufnehmen. Nein, das ist den Klone! Ah, ich habe keinen getötet. Nice. Die haben ja schon... Die haben ja schon... Scharfschützendruiden. Also Killerdruiden. Holy shit, man. Scheiße, die haben ja schon Scharfschützen. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, nein. Naja, aber wir sind hier die Glänzers. Und da war schon der erste Sniper-Schuss, der gegen mich kam. Okay, wir gewinnen. Wir gewinnen das sogar. Oh. Okay, ich muss in den AT-AT. Wir gewinnen das, Leute. Nein, der Kampf ist gewonnen. Und wir haben nur Loot-Trips auf Geonosis. Das ist... Alter! Ganz im Ernst. Das erste Mal, als ich Geonosis angegriffen habe, da hatte ich schon mehr als Loot-Trips. Im zweiten Durchgang, wo ich es aufnehmen wollte, da habe ich eiskalt verloren mit Garnison auch noch. Und jetzt habe ich ohne Garnison gewonnen. Zumindest sieht das so danach aus. Na ja, gut, ich machte damit zwar kaum Schaden, aber... Lass mir die Illusion bitte. Ja genau. Ach, da vorne ist noch einer. Und da ist auch noch so ein Spinnendruide. Nice! Wir gewinnen das nur mit Loot-Trupps. Ich meine, gut, irgendwie ist das ja auch realistisch, weil die Klone hatten ja in meinem Angriff der Klonkrieger, also in Episode 2, nur Klontruppen und keine Bazookas oder so. Zumindest nicht im Film. Ich will in den Feuer reden. Oh oh. Nein, jetzt wird das sogar noch ganz knapp. Scheiße, ich muss da raus. Nein. Wir verlieren das noch.
Nein, Leute! Das wäre jetzt eiskalt, wenn wir das verlieren würden. Nein! Egal, ich lade nicht neu, das ist irgendwie auch verdient. Nein! Leute, die hatten noch 4, Mann! Safe. Da kann ich nicht einfach mehr als Flolps dazu sagen, ey. Jetzt die haben Killer-Druiden, die haben eine Flotte zerstört. Die haben jetzt nochmal 1300 dazu bekommen. Nee. Das fing ja schon mal gut an, du. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal. Das war jetzt der erste Part, der war richtig, richtig lange her, weil ich das einfach nicht hin. Wie gesagt, ich wollte das nicht in mehreren Parts rennen. Und naja. Dann sehen wir uns im zweiten Part, der natürlich nicht mehr so lange sein wird. Schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr die Space-Schlachten haben oder nicht? Und Kommentare, Likes und so sind natürlich gern gesehen. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr uns ja abonnieren. Ne? Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.